So, willkommen zurück zu Little Big Adventure 2. Und ich will gleich mal testen, wie stark der Ork da hinten ist, der jetzt auf dem Thron der Moskbino-Königin sitzt. Der hat der die abgeluchst anscheinend. Die sitzt ja in Gefangenschaft noch immer bei auf den Inseln der Bleichlinge, so rum. Oder? War es die Insel der Bleichlinge oder der Befieden? Ich glaube, der Bleichlinge. Genau, da sitzt die noch immer im Knast. Und ich werde den jetzt mal vom Thron runterholen, von seinem hohen Ross. Ja, es wird wahrscheinlich gar nicht mal einfach sein. Hol, au. Au. Oh, ist der. Der ist heftig. Der ist heftig. Komm her. Mal schauen, ob ich den irgendwie. Nein, runterschubsen geht nicht. Oh, der ist krass. Der hält viel aus. Ja, unsere Lebensenergie ist gleich am Tiefpunkt. Schnell. Boah. Huh. Können wir den überhaupt so besiegen? Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Was soll ich... Doch, haben wir geschafft. 15. Haben wir ein Kleeblatt verbraucht. Und ich dachte, wir kriegen vielleicht... Ich habe doch mal von so einem Säbel der letzte Folge gesprochen. Ich dachte, wir kriegen vielleicht die Nahkampfwaffe von dem Pustekuchen. Aber wir haben es ja geschafft. Ein Kleeblatt verbraucht ist wahrscheinlich hier normal. Jetzt fehlen die noch. Da schaue ich mal, dass ich die vielleicht hiermit ganz gut abschießen kann. Ja. Erreichen die mich hier? Nee, ne? Der eine zumindest nicht. So. Einmal. Wo ist der andere hin? Da hinten. Der steht genau in der Ecke. Ja, jetzt so, so vielleicht. Da machst du lieber ein bisschen vorsichtig. Weil wir haben ja noch ein Kleeblatt. Die erreichen mich da hinten. Scheiße. Nein, du kriegst mich nicht. Und wieder minimiert. Oh, ich hasse das. Wenn ich die Kamera drehen möchte und gleichzeitig schießen will, geht das nicht. So. Großer Nachteil an Little Big Adventure. Na gut, einmal sterben können wir noch. Ah, hier ist ein Herz. Schnell. Ich habe besiegt beim letzten Schlag. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Gott sei Dank. Okay. Oh, soweit, so gut. Ich speichere mal, Leute. Ja, wir haben das hinter uns. War eine Art Zwischenboss? Vielleicht wieder? Weil der Endboss ist bestimmt Dark Monk, aber... Wir haben ihn gut erledigt und da können wir wahrscheinlich das aufschließen mit dem Schlüssel. Sieht doch schon stark danach aus. Oder auch nicht. Da, wir haben doch... Hier. Ah, doch, geil. Und ich hoffe mal, ohne weitere Umwege geht's jetzt auf das Eiland CX. Machen wir nochmal ein bisschen Herz. 60. Dann will ich kurz noch mal was ausprobieren. Wenn wir denn hier raus wieder gehen. Ich hoffe mal, der Boss ist nicht respawned. Nein, Gott sei Dank. Sonst ist es ja meistens so. Und gibt's den Apfel noch? Bitte, 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 bitte. Ja, da füllen wir doch noch mal das Horn hier komplett auf. Die Tritonmuschel wollte ich schauen. Komm, einmal machen wir es noch. Dann gehen wir mal auf Nummer sicher. Ich habe nur noch ein Kleeblatt und kann nur noch im Prinzip einmal sterben. Ist da hier auch ein Apfel? Tatsache. Da können wir unsere Kleeblatt... Ach geil, den hätte ich fast übersehen. Geil, 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 geil. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich so. Da können wir unsere Kleeblätter nämlich jetzt komplett auffüllen. Der ist versteckt. Den kann man nämlich wahrscheinlich leicht übersehen. Seht mal her. Komplette Kleeblätter wieder voll. Ich glaube, wir sind langsam auch am Ende
des Spiels angelangt. Boah. Schaut mal, das muss man jetzt genießen. Lebensenergie voll, Mana voll, Kleeblätter voll. Das brauchen wir wahrscheinlich jetzt auch. Wahrscheinlich kommt jetzt die dickste Hürde im Spiel. Da freue ich mich schon drauf. Aber die gehen wir an. Ich beiß mich jetzt für euch durch. Für mich natürlich auch. Ich will das Spiel endlich mal durchschaffen. Das habe ich ja beim letzten Mal, als ich, keine Ahnung, vor 10 Jahren, als ich das da gemacht habe, nicht getan. Habe ich irgendwann zwischendrin abgebrochen, weil es als Kind doch recht schwer war. Und ich glaube, da sind wir. Können wir wieder runter? Ach, guck mal. Falls wir irgendwie Kleeblätter verlieren, Lebensenergie, können wir uns hier unten wiederholen. Kein Problem. Hoffentlich. Schauen wir mal auf die Karte. Ja, Insel CX. Ach, wahrscheinlich werden wir in unsere alte Heimat erst am Schluss zurückkehren, wenn wir das Spiel durchgeschafft haben. Vorher wahrscheinlich nicht. Schade. Fand ich doch sehr stimmungsvoll. Und hier haben wir das Eiland. Sehr trist. Na gut. Mal schauen, wo lang. Erstmal gucke ich mal, dass ich die Wachen hier ausschalten kann. Vielleicht auch hiermit. Treffen wir die? Ja, wir treffen die. Und die uns nicht. Perfekte Voraussetzung. Ganz perfekte Voraussetzung. Brauchen wir nicht. Brauchen wir erstmal nicht einsammeln. Ich kümmere mich mal erstmal um die da hinten. Oh, die trifft uns aber. Macht nichts. Wir können jederzeit wieder runterfahren und uns von Lebensenergie vollpowern. Und du nochmal. So, und da gibt es wahrscheinlich 2 Eingänge. Ich weiß, wenn ich wieder reingehe und rausgehe, dann sind die im Prinzip... Oh, ein Schlüssel, den müssen wir uns ergattern. Da sind die im Prinzip wieder da. Haben wir jetzt den Schlüssel bekommen? Nee. Ah, jetzt stehen sie hier. Okay, alles klar. Ich dachte, er hat einen Schlüssel gedroppt. Sah so aus. Ich bleib erstmal hier und speichere mal auf... auf CX, ganz einfach. Na, gut, da verwenden wir jetzt mal... Wir gucken uns erstmal hier um. Da verwenden wir hier... tschüss! Oha. Autsch! Ja, ja. Gut, im Prinzip haben wir es hier bis hierher geschafft. Was passiert denn, wenn ich das hier betätige? Geht da hinten auf. Alles klar, aber nur eine Zeit lang, weil es... Ah, ja, ja, es piepst so ein bisschen. Nein! Okay, wir probieren es mal. Ich probiere es mal. Also. So. So. Wenn ich den geschickt vielleicht ausweiche. Okay, okay. Hat ja sehr gut geklappt. Probieren wir es nochmal. Und tschüss. Drecksäcke. Ja, jetzt sind wir gerade auf der anderen Seite, ne? Oder? Uhuhu. Nein, 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 nein. Tschüss. Oder nee, wir sind nicht auf der anderen Seite. Leider hat man hier auch... Ah, okay. Wir sind hier. Alles klar. Jetzt bin ich viel, viel schlauer. So, dann probieren wir es nochmal. Mit dem Laser einen zu lasern. Und zwar die da hinten. Die werden uns wohl erreichen. Oder nein? Werden sie nicht? Auch den Monstern drin sind wir eigentlich relativ gut ausgewichen. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es wird schwerer hier. Na, die Herausforderung ist wahrscheinlich, den zu treffen. Jetzt. Jetzt haben wir ihn. Stirb endlich! Drecksack.
So, sieht aus, als würde es hier hochgehen, ne? Ich speichere immer zwischendrin, ne? Aber ich habe keine Lust, alles nochmal zu machen. Weil wir jetzt auch gerade. Ja, weil wir auch gerade super durchgekommen sind jetzt. Ich dachte schon, hä, warum klettert der nicht? Warum klettert du? Oh, oh, fuck. Entschuldigung. Oh, Mist. Entschuldigung. Ich muss hier mal durch. Heftig. Aber wenn uns der erwischt, dann geraten wir auch in diesen Hagel hier rein. Ich weiß nicht, wohin. Und tschüss. Da ist eine Tür. Jetzt kommen wir hier auch wieder super hoch. Komm. Wir haben zwar genug Kleeblätter, aber ich will es trotzdem nicht riskieren. Ich glaube, wir können nur. Nein, ich wollte gerade sagen, wir können nur da hoch, wenn wir laufen. Ich gehe mal da zum Raumschiff. Oder hier rein, mal schnell. Nein, geht nicht. Ah, dann gehe ich hier zum Raumschiff. Tschüss. Okay. Ja. Ein lustiger Hund mit einer, ja, mit einer Dame drin. Ist das vielleicht Paris Twinsen und ihr Hund? Nein, aber was wollen wir hier? Ach, ich glaube, wir müssen da oben wieder was einstecken. Seht ihr das? Sowas haben wir ja nicht. Wir brauchen so eine Scheibe. Garantiert. Mist. Wir haben uns hier auf irgendein Schiff jetzt geschmuggelt. Wissen nicht warum. Und brauchen so eine Drehscheibe. Mist. Kacke. Also muss ich mich draußen noch ein bisschen umsehen. Guten Tag. Wer sind Sie? Das hier ist das persönliche Raumschiff des Kaisers. Sie haben hier nichts zu Wow. Wir suchen. haben uns auf das Schiff des Kaisers geschmuggelt. Ja, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Für die ist es nicht gut. Na gut, funktioniert nicht. Was ist mit dir? Ich schlag normalerweise keine Tiere. Aber bei dir mache ich eine Ausnahme, du Töle. Sieht hässlich aus. Können wir mit dem eigentlich auch reden? Guten Tag. Wer sind Nein. Sie? Nee. Gut, dann müssen wir doch irgendwo anders noch hin. Kacke. Also wir brauchen so eine Scheibe. Jetzt, ich weiß Bescheid. Speichere ich mal hier drinne. So, wir brauchen also so eine Scheibe. Woher bekommen wir so eine? Das ist die große Frage. Wenn wir hier rausgehen, wird uns natürlich wieder jeder hier angreifen. Hier rein ging es eben nicht. Nee, da kommen wir nicht rein. Nee. Vielleicht hat hier oben von denen jemand den Schlüssel für hier drinne. Das heißt, die müsste ich jetzt doch irgendwie besiegen. Oder ist da noch wo einer? Nee, ich versuche die mal. Ich versuche gegen die mal zu fighten. Ja, hier können wir so ein bisschen reingucken. Grafikfehler, egal. Also, wie machen wir das? Können wir da irgendwie versuchen? Wir könnten den hier verwenden. Ja, und dann mal testen, ob es wirklich. Ah, ich habe eine Idee. Ich speichere hier oben. So. Und dann teste ich, ob wirklich jemand von denen den Schlüssel hat. Ja, tatsächlich. Und ob wir damit da überhaupt reinkommen. Weil dann lade ich wieder und versuche den nochmal so zu besiegen, weil den Blitzzauber sparen wir uns lieber auf. Den sparen wir uns lieber auf, würde ich sagen. So. Wir haben ja eigentlich genug Kleeblätter. Aber gut, wir hätten den auch mit dem Pistolenlaser versuchen können. Da wäre vielleicht einfacher gewesen. Aber so geht's auch. Ruhe. Gewalt ist doch noch immer die beste. Ich habe bloß keine Lust. Geil. Das war eben richtig toll. Haben wir jetzt wahrscheinlich keinen. Na, komm. Komm, komm, komm. Ich hab. So viel geladen habe ich in letzter Zeit nie. Das ist. Little Big Laden ist das mittlerweile. Das klingt nach einem Terroristen. Ihr wisst schon, Little Big Laden, ne? So, probieren wir es mal mit dem Laser, ob wir den von hier treffen.
Nein, wir schießen auch nur gegen die Wand. Ihr trifft er uns, ne? Nee, und wir ihn? Nee, wir schießen auch gegen eine unsichtbare Wand. Seht ihr das? Da ist nichts. Ach, Kacke. Na gut, ich versuch's doch nochmal auf aggressive. Wir müssen nur nah genug an den Spangen hier ran. Dann aber nicht ins Schiff reinlaufen. Und versuchen. So, Schlüssel haben wir. Sehr schön. Ihr kriegt alle einen aufs Maul. Du auch hier. Egal, wir verschwenden jetzt einfach ein paar Kleeblätter. Wir haben ja genug. So, du kriegst auch nochmal aufs Maul. Oder er gibt uns aufs Maul. Auch gut. So. Alles klar. Gut, wenn wir schon diese Titanenmuschel da haben, verwende ich die jetzt auch mal. So, damit sollten wir eigentlich wieder... Ja, das ist gut. Speichern, natürlich. Auf CX, was auch sonst. Und hier brauchen wir einen Schlüssel, um weiterzukommen. Da hinten sieht es aus wie ein Fahrstuhl. Da oben ist ein Bild von irgendeinem General. Ja, wir laufen ein. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Wie gesagt, ich muss mich hier auch erstmal ein bisschen orientieren. Und ja, guck mal, der Ball, der trifft den auch. Aber uns trifft er mehr. An den kommen wir jetzt nicht wirklich ran. So wie es aussieht. Doch. Geht schon. Und der Ball trifft ihn. Sehr schön. Der besiegt. Oder der Ball trifft uns auch. Oha. Was geht denn hier ab? Krass. Was ist das denn hier schon wieder? Manchmal übertreiben sie es. Ne? Das ist bestimmt General Dark Monk. Hier kommen wir so nicht rein. Wir haben eben auch nur Herzen gekriegt, ne? Ach, ich lasse mich jetzt einfach sterben, da habe ich wenigstens wieder volle Lebensenergie. So. Ja, das bringt so gar nichts. So. Wie sollen wir denn die da oben bekämpfen? Also das ist ja gerade... Ich will ja mal was... Ich will es jetzt probieren. Das ist gerade aber gerade... Ist das irgendwie... Es ist gerade unmöglich, da hinten hinzukommen, würde ich jetzt sagen. Wo ist denn jetzt hier was geöffnet worden? Da oben. Gott, was für eine Schießerei, Mann. Eben war ich kurz ruhig, ich muss mich kurz konzentrieren. Wir speichern. Wir haben jetzt zwar jetzt wieder zwei Kleeblätter verbraucht, aber wir haben genug. Da können wir auch mal ein bisschen verschwenderisch jetzt sein. So, boah, das war eben heftig. Das war krass. Nein. Sorry, das Spiel ist abgestürzt. Passiert halt auch mal, oder? Ist mir zu verzeihen. Jetzt muss ich halt das mit den Wachen, mit den Säbeln hier nochmal machen. Aber jetzt quetschen die mich diesmal nicht ein. Sondern ich komme denen zuvor. Kommt her. Ich mache denen keinen Schaden. Ich mach den 0, nicht Schaden. Wahrscheinlich minus 1. Wahrscheinlich heile ich die noch, wenn ich die treffe. Das gibt's doch nicht. Dann mal hier unseren Laser ausprobieren. Nee, passiert auch nichts. Geht nicht. Dann gibt's nur eine Lösung. Und zwar...
Oh Gott. Oh Gott. Selbst das halten die aus. Das heißt, ich muss denen ausweichen. Okay. Gut. Alles klar. Wenn wir es so machen, ich probier's mal. Ach ja, das könnte klappen. Sehr schön. Jetzt mich hier schnell verpissen, bevor... bevor der andere runterkommt. Nein, nicht in die Ecke. Nein, von beiden Seiten ist unfair. So, hier durch? Hier durch? Nein, nicht hier durch. Hier hoch, oder? Und das betätigen. Nein, der andere kommt. Kommt jemand? Ha, sind die doof manchmal, die Gegner. Zu meinem Vorteil natürlich. Dann hier schnell durch. Ach, guck mal, wen wir hier haben. Ach, guck mal. Oh, deine Waffe bist du wohl nutzlos. Hä? Na egal, lassen wir den entkommen. Ist jetzt nicht schlimm. Lebensenergie haben wir auch noch genug. Wir brauchen hier einfach nur den Schlüssel. So. Und was wir damit machen können, erfahren wir dann das nächste Mal. Noch keine Wachen hier mehr, oder? Stirb! Und nochmal. Doch, da oben. Gut, da müssen wir auch hin. Ich denke mal, wir müssen den Aufzug mit dem Schlüssel irgendwie benutzen. Werden wir allerdings in der nächsten Episode erfahren. Da freue ich mich drauf. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.